Ja, wunderschön. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin halt wieder eine Runde Echtology. Und zwar 1 gegen 2 Computer auf Abkommen, 30 Minuten. Uns fehlen noch 55 Mal Abkommen spielen fürs Achievement. Auf Riese, schwierig, keine Titan. Los geht's. Ah, Blue Lagoon. Nice. Wir spielen natürlich wieder gegen einen Odin. Dürfen uns hier wieder die Nahrung suchen, ne? Aber wo wollen wir uns denn die Nahrung? Da wollen wir uns die Nahrung. Immer Menschen pumpen ist wichtig, sehr wichtig. Sound muss noch alles angepasst werden. Aber das Problem kennt er ja. Immer schön Nahrung pumpen am Anfang. Was sind auch noch Gänse? Ja, Rehe sind es, ne? Gazellen, wow, Entschuldigung. Ah, die werden jetzt besser sein, das ist okay. Wir werden die nachher eh platt machen. So, ich hoffe es. Wir sollten dann nochmal Häuser bauen, bevor wir nachher jetzt nicht mehr können. Warteschlangen sind einfach legendär. Wer die ins Spiel implementiert hat damals als Basic, der war einfach Genie. Mach das hier mal zu Ende, du auch. Und dann macht er die Gazellen kaputt. Sie zwei abbrechen und einmal abzugehen, aber wir machen das erstmal anders. Jetzt auch mal kurz noch hier. Und die Pfeiltasten können ja auch so rumsetzen. BASD geht nicht, gut. Also, zählen. Reliquien einsammeln.
Doch nur drei Stück da, das trifft's ja. Gehen auf Terrakotta-Soldaten. Die geil finde. Na, mal zumindest mal Gold drin, das ist gut. Der erste Terrakotta-Soldat gekommen sein. Mit den Jungs brauchen wir jetzt erstmal ein paar von den Jacken, damit wir Gunst kriegen. For free. Also die Gartenmechanik ist einfach die beste. Davon brauchen wir zwei. Und davon brauchen wir zwei. Was ist? Ja, da kämpft einer gegen das Nashorn. Könnten wir jetzt hier auch tun, aber dafür sind wir eigentlich nicht stark genug. So. Immer schön mit dem angreifen. Aber die greifen trotzdem Bauern an. Das ist interessant. Der hat ein bisschen ja sein Leben verloren. Oh, zum Glück haben wir nur einen Garten gebaut bis jetzt. Das ist immer sehr gut. Ich nicht. Immer schön Bauern pumpen. Und hintergehen kann es auch nicht so gut, wenn man besser platzieren sollen. So, das Nashorn ist platt. Können die hier hingehen? Hier. Du kannst schon mal hier das absperren. Es wird ein bisschen langsam, das sehe ich ein. Brauch noch mehr Leute, die Gärten bauen. Wobei, die können eigentlich hier rumhängen. Hier ist
tun auch noch da. Was hier Getreide. Was ist das? Was ist zu? Ja, ich weiß, ich hab's abbrechen sollen, aber naja. Ich würde genau den hier nehmen. Wir hängen echt hinterher, ich weiß. Oh, die ist noch mal hier oben. Die passen genau 12 einmal rum mit einer leichten Versetzung hier, weil das nicht ganz 2x2 ist, sondern 4x4, sondern 3,75. Irgendwie so. Könnt ihr euch ausrechnen. Wir haben die Armee. Naja. Ein bisschen Terraforming hier betreiben, funktioniert. Wir könnten das noch weiter runterdrücken, aber das ist jetzt erstmal nicht in der Übung. Acht Stück stehen schon mal. Wir scheinen erst scouten. Oder tun. Jetzt geht das Essen wieder aus. Der ist Wikinger, der schmeißt uns nachher Wolf an den Kopf und der ist Chinese. Der Rabe kann nur aufklären, ist erstmal nicht schlimm. Wenn jetzt in der Spielerrunde, dann wäre das schlimm, aber so sehe ich das nicht so als schlimm an. Hier die Mauer werden wir noch ziehen, dann ist die hier fast überflüssig. Hier macht mal diese drei Sachen weg. So, so, so und dann noch. Du machst das Gleiche. Genau wie ihr drei das Gleiche macht. So. Zack und zack. Was für eine Expansion. Dein Name auf dem Mund. Ja, ich weiß, ich schreibe nicht zurück, aber ich. Ja, die Imagination. Einen denkenden Gegner zu haben. Kein Computer, den man austexten kann. Ihr kennt das. Mal gucken. Was machen wir noch so dran? Kommt da noch einer raus? Genau. Bams. Ja, das machen wir gleich. Die acht Schweine, die wir da gerettet haben. Aber die können ja mal in den Gärten ein bisschen grasen. Ich werde die nicht mehr kacken. Die sind überflüssig. Okay, dann macht ihr das so und so. Warte. So. Ja,
Schufa. Jetzt bräuchte man halt einen Markt, ne? Wir hängen auch hinterher mit der Nahrung, ganz ehrlich. Wir haben jede Menge Holz, aber wir machen mal gleich Bogenschützen. Wobei, na, machen wir nichts. Hier geht höchstens. Wobei, warte mal. Den Elefanten da vorne verprügeln. Nehmen Pixie wieder. Darf der hier noch Holz kloppen? Prügelt den Elefanten. Ich mag Elefanten eigentlich. Aber ich glaube, die haben 500 Nahrung oder sowas. Aber die greifen halt auch an, die machen halt 12 Damage, ne? Wow, die helfen jetzt mit. Geil. Na, 800 fast. 705 Nahrung. Muss auch erstmal haben, ne? Hier werden wir den Dings hinstellen, den Markt. Ist auch geil. 1, 2, 3. So, und zwar genau in die Ecke. Das machen wir noch 1, 2, 3. Einfach nur so wegen den Wölfen. Wird uns zwar eigentlich nicht so ganz tangieren, aber einfach vor so läuft. Ach, das ist weg. Wir werden diesmal mehr Holz haben als den Rest, aber ist das halt so. So, dann werden wir den hinteren anvisieren. Wir können mal 10 machen. Wir können auch 20 machen. Ich glaube, das Cap ist hier. Ach komm, machen erstmal 10. Dann dürfen die zurückgehen und noch ein paar Häuser bauen. Die Karte ist ja ziemlich klein. Ist auch ein bisschen fresh, eher gesagt. Das war auch hier 4. Aufmacht. Das ist das Wichtige, damit die auch Nahkämpfer verprügeln können. Geht für die Türme und für die Festungen, egal welche. Migdol, Bergfestung, Festung, Palast, das ist alles das gleiche. Das große Ding, wo die Magic-Einheit rauskommt. Ja. Gibt halt verschiedene Varianten. Das ist jetzt nämlich eine Burg. Mein Land dann ist, glaube ich, Palast. Wenn die Chinesen. Das ist eine Festung. Nee, warte, gar nicht. Moment, die sind ja Chinesen. Das ist eine Burg bei den Chinesen, genau. Ach ja. Wir nehmen das hier. Wir gehen auf Pferde. Pferde sind immer gut. Hat auch den Vorteil. Sag ich das nochmal. Das hier. Keine Holz- und Nahrungskosten mehr für die Sachen hier. Dann kosten nur Gold. Hab ich jetzt echt Holz und Nahrung gesagt? Ja. Yeah. Nahrung und Holz. Ja, genau das, was ich sagte. Holz und Nahrung. Nicht Gold. Ja, wenn man blöd ist, hängt es am Kopf an. Das ist aber normal. Hier geht noch hier. Und tack, so, und ihr baut mir ein paar schöne Häuser hin. Dürften ja nur noch 4 Stück sein. Oh. Können wir jetzt dann 10. Es gibt ein Cap von 300. Das erreicht man eigentlich mit 10 Häusern. Und 10 Festungen bis zum Dorfzentrum gehen. Klar könnt ihr mehr ein Dorfzentrum haben, aber es bringt halt keinen Bevölkerungsschub mehr. Aber es ist halt trotzdem gut, sie zu haben. Ich könnte mir die Menschen hier, die brauchen wir gar nicht entwickeln, aber gut. Nehmen die mal mit. So, haben wir jetzt durch. Jetzt gehen wir jetzt hier auch nochmal rüber, sodass der Feind auf uns zuläuft. Ja, hier haben wir. Könnten wir auch einfach mit
Die sollen alle bekehren, ja. Geht natürlich auch. Es geht hier echt die Nahrung aus. Da sind 14, 6. Ah, hier ist der eine, der fehlt. Könnten die 7 jetzt auch aufteilen auf die anderen 3 Dorfzentren, aber wenn ihr schneller produzieren wollt, aber nicht mehr, nur zeitgleich. Wir könnten das ja auch umstellen auf Holz oder Nahrung oder sonst was, aber die produzieren jeweils immer nur eine Ressource. Ihr könnt nicht 2 dafür, 3 dafür oder so, sondern immer nur alle für 1. Sein Jattenrelikt wie das hier. Das ist aber, glaube ich, selbst erklärt, ne? Wenn ihr den Ring der Nibelungen habt, ich nehme ein bisschen Gold automatisch. Ist nicht viel, aber für so ein Zwischendurch reicht es einfach. Ja, den Vogel wollen wir nicht. Und er ist jetzt hier so ein bisschen lost in Paradise. Dann gehst du nach da oben. Gut. Wie nimmst du das? Ja, dass du dir einfach mal blockt, ist auch nice. Ja, den können wir nachher noch nicht angreifen, das ist aber nicht schlimm, du hast kein Grieche, sondern ein Chinese, der kann da irgendwo Gebäude hinbauen, die irgendwelche Einheiten transportieren. Klar, wenn jetzt ein Bauer hier reinläuft, so wie der Wikinger hier, könnte jetzt hier irgendwo Produktionsstätte hinbauen und uns von 2 oder 3 Seiten innerhalb unserer Festungsanlage nerven. Ja, aber wird nicht viel passieren. Das ist kein Grieche. Griechen machen das. Die stellen hier irgendwo so entweder diesen Untergangszugang hin oder die Atlanta mit ihrem Himmelspforten-Dings da. Schon nervig, wenn du dann von uns angegriffen wirst und denkst dir, wow, ist unnah, von wo kommen die? Aber der scoutet hier nur, der macht nichts. Ist schon ein schwerer Ulfsack. Er dürfte. Ja. Da soll ein Nahkämpfer hier überleben sein, 195. Ja, aber die würden ja über das Leben halt töten. So. Wir machen jetzt das Beliebte aus Warcraft 3: Tauern. Auflauftower. Und er ist schon raus. Wir haben jetzt auch alles belegt. Jeder hat 3 Dorfzentren. Also jeder hat die gleiche Chance, die gleich vielen Einheiten rauszuhauen. Natürlich teilen sich die maximale Bevölkerung mit den Bauern. Wenn ihr zu viele Bauern habt, ist nachher auch schädlich. Wenn ihr keine Krieger habt, um euch zu verteidigen, nützt zwar euch nichts. Wenn ihr eine große Wirtschaft habt, aber keine Krieger. Ja, aber das Problem sollte ja bekannt sein. So, machen wir das so. Damit hier oben keiner lang oxidiert. Kommt da überhaupt einer lang? Du gehst mal nach da. Wenn ja, dann bauen wir da oben einen Turm hin. Ah, Tatsache. Soll halt keiner langlaufen, ne? Mach du erstmal das hier ganz. So, dann möglichst sollen die Feinde hier so laufen oder hier so laufen. Oder so. Ja, das ist noch ein bisschen dünn, aber das ist nicht schlimm, das kann so bleiben. Jetzt rüsten wir mal alles auf. Auch was wir nicht brauchen. Haben wir jetzt unsere 10? Jo. Vielleicht, dass wir gerade zu viel Holz haben. Bauen wir halt nochmal 10 Terrakotta so da. Das ist eine mythische Einheit, ne? 40-40 ist gut. Also so ein Pferd, ja, so ein Pferd hat weniger, ist auch nur ein Speer, was hat er ja? Oh, 60. Also Pfeile nicht, Nahkampf ja. Und zwar Erklärung, das hier ist gegen Schwerter, das hier ist gegen Schleudern. Deswegen sagte ich hier, Nahkampf ja, Range nein. Also, was hier das besser angreift. Steinschere Papiersystem, ihr kennt das. Je weiter weg der Marktplatz zu dem jeweiligen Dorfzentrum ist, und es ist schlau, wenn ihr den Marktplatz angewählt habt, nachdem ihr ihn gebaut habt, sucht euch das weit entfernteste, desto mehr haben die Ochsen oder die Jagdkarawanen oder Kamele oder was immer ihr gerade da habt,
Desto mehr Gold bringt ihr euch ein pro Lauf. Also ein Lauf ist hin und zurück. Aber je näher die sind, desto schneller kriegt ihr eine kleinere Menge Gold. Aber wenn ihr zu nahe seid, ich glaube diese Entfernung hier oder diese ist das hier, also von dem Dorf sind wir mal da zum Beispiel, dann kriegt ihr glaube ich gar nichts mehr. Oder nur 2 Gold. Gut, wenn ihr dann 30 Stück habt, die dich dann hier mal so ein bisschen im Kreis drehen, ist vielleicht cool, aber wirklich getestet so oder sinnvoll halte ich das nicht. Jetzt hack das dann mal weg. Damit wir hier den Platz haben. So. Das sieht irgendwie kacke aus. Machen wir das halt so rum. Das Problem ist, es sind halt zwei, die haben dieselbe Anzahl an Truppen wie wir. Dann müssen wir clever sein und die sukzessive die Stadtzentren hier wegnehmen. Oder unsere Krieger sind einfach stärker im Verhältnis. Also entweder müssen wir eine Überlegenheit herstellen durch mehr Leute oder durch stärkere Krieger. Beides werden wir hier im direkten Kampf verlieren. Wenn wir uns nacheinander angreifen, das wäre schlau. Wenn die ja schon mal einkesseln, damit sie keine Nahrung, so Gold nachbauen können. Denn Krieger nimmt uns die Sachen ganz nah bei uns weg. Wenn wir den jetzt aber hier schlauerweise einkesseln, dann kann er die Sachen auch nicht mehr weggeben. Und wir können ihn schon mal verprügeln. Ah, das war jetzt nicht so schlau. Üben wir noch mal. Also, das machen wir jetzt noch mal. Egal. Das ist auf jeden Fall das erste, was wir verprügeln werden. Ich hatte eigentlich vor, die einzusperren hier so ein bisschen, aber das klappt halt nicht immer, ne? Manchmal wirst du angepisst und manchmal rufst du den Baum. Ne? Ja, da kommt er auch schon mit seinem Karren angelaufen. Ja, da muss einer rein. Das wollte ich bezwecken. So, und jetzt werden wir hier noch kurz diese Mauer langziehen. Und zwar eins, genau. Damit der in so eine Art Maze reinläuft. Das ist kein cooles Maze, das ist ein relativ schlechtes Maze sogar. Aber es wird seinen Zweck erfüllen. Ja, und die sind jetzt hier fest. So. Ich kann auch keine Zauber machen, das ist schlecht. Der einzige Nachteil ist, dass man das Abkommen nicht vorher abbrechen kann. Das wäre halt irgendwie praktisch. Naja. 15 Minuten finde ich ziemlich kurz. Also dir die Chance, halbe Stunde, schafft es jeder, alles auszubauen, was er braucht. Wir könnten jetzt hier in die Pipe nochmal 10 Priester reinhauen. Die heilen und bekehren, das ist halt übelst gut. Irgendwann ist halt das ja nutzlos auf Gunst haben, dann, ja, wir nehmen mal Nahrung. Er ist auch übelst gut, der bufft die vermündeten Units, so wie Akanthos in der Kampagne zum Beispiel. Dann können wir die ja noch schneller machen. Wir dürfen jetzt irgendwie 4 oder 5 sein? Ja gut, 3, 8. Der, was hat der? Der hat eine Geschwindigkeit von 4. Ich habe die Türme extra gebaut, damit der fliegende Viecher abschießen kann. Wenn es dann gleich soweit ist, ne? Wir hätten auch den Zaun hier ziehen können, aber aufgrund Abkommen dürfen wir hier gar nicht bauen. Soll ich das mal zeigen? Ich kriege das hin. Leider zu nah.
Als würde er da wieder rumlaufen mit seinem Shit. So, das werden die Gegner hier so rumlaufen wahrscheinlich. Und Rate, wir machen das anders. Wir machen das aber noch so. Wir müssen hier noch einen größeren Weg laufen. Da ist der Vogel abgeschossen worden. Der hat hier was beschworen. Jetzt werden die ganzen Krieger hier vernichtet. Aber der hat aus seinen Bauern jetzt, er hat noch heute beschworen und hat aus all seinen Bauern automatisch Halbgötter. 57-57 ist schon relativ strong. Das war die beste Sache, die er machen konnte mit seinen Kriegern. Müssen wir halt uns anhalten, jetzt geht der Beef halt richtig los, ne? Was wir noch machen könnten wäre, das ist ja auch noch ziemlich witzig. So, dass sie hinter den Turm laufen müssen. Und dann eine 1 hier das durchlaufen. So schön langer Weg, funktioniert wie ein Katzenrabe, ich sag's euch. Du gehst mal nach da. Wenn ihr das durch habt, geht ihr nach da. Oh ja. Hockender Tiger ist einfach nur ein Katapult. Ja, das Wurm, wo müssen die Priester dir da irgendwas bekehren? So, die Priester gehen auch darunter. Volle Priester-Action. Lass mal abchecken, wie viel der Gegner so hat. Boah, nicht viel. Echt nicht viel. Katapulte helfen uns beim Vernichten des Dorfzentrums. Okay. Ihr bleibt mal schön hier. Ihr 5 geht hier reparieren und dann rotiert euch da ein. So, das ist alles weggehackt. Und zack, da geht's weiter. So, wir hacken das alles weg. So, 6. 18. Wo sind denn die anderen 10 unterwegs? So. Du musst das, die 5 hockenden Tiger machen das. Was wir machen ist diese Nummer hier. Sepp, die Sepp, Sepp. Die sind halt einfach richtig gut, diese Elite-Kriegswagenfahrer. Bisher brauchen wir jetzt keine. Wir werden hier einfach nur ein paar Artefakte bauen. Ob wir noch was updaten können. Jo. 213, ich hab's auch schon mal gehabt, dass auf der Uhr 600 stand. Das war nice. Das müssen wir mal korrigieren hier. Ich hasse. Wegreißen, wegnehmen, brauchen wir nicht. Mehr hockende Tiger brauchen wir einfach nicht. Ja.
Ist abgearbeitet. Wir werden einfach unfassbar viele Holz haben. Zum Glück gibt es kein Cap. Das ist sehr, sehr praktisch. Jetzt nehmen wir die Felder ein. Wenn wir die Felder eingerissen haben, nehmen wir das ganze Gebäude weg. Ich mag einfach keine Felder. Kannst du auch so übernehmen. Das ist quasi die 75 Holz oder was es kosten. Ja, 42 sogar nur. Kannst du mit dem Bauern einfach akquirieren, die Dinger. Aber wenn du sie nicht haben musst, dann musst du sie nicht haben. Ich habe ja da oben meine Nahrungsproduktionsstätte, von daher. Dann nehmen wir das wegnehmen. Das reparieren. Die Mauer neu ziehen. Wir haben jetzt nur noch drei hockende Tiger, aber ist ja schlimm. Die hocken da auch noch durch. So, Felsen weg. In der Reihenfolge macht er das alles kaputt. Haben wir sogar mehr Einheiten, die wir haben können. Gewundert, wo meine ganzen Krieger sind. Ja, die verteilen sich halt, die laufen gerne an welchen Ochsenkarren priorisiert hinterher, das ist halt mega uncool. Das sind gute Belagerungsschützen hier, das sind so Feuerlanzenschützen. Schlecht gegen Units, gut gegen Gebäude. Wir sind halt gut gegen Bogenschützen, also wegen 99er Schutz. Aber 1 Million Leute, die auf dich drauf schießen, selbst wenn davon wenig Schaden hat, ist allein Schaden halt, ne? Das ist halt auch wieder chinesische Taktik, ne? Einfach alles fluten. Die Musik ist aber wieder so unfassbar laut, ne? Naja, wir werden es nachher sehen. Wie laut das tatsächlich ist. Und die boomen halt hier mit den Feldern, ne? So, haben wir. Wenn die Felder entfernt sind, aber auch die roten Dinger halt weg, ne? Die roten Markierungen. Der innere Monk und so. Wir werden ein paar Einheiten resten. Und dann ein paar Bogenschützen hier runterschicken. Schon mal die Dinger alle wegzuholen. Die Marktplätze der Feinde. Dann haben wir das Spiel gewonnen. Sobald der Feind keine Bauunit oder generell Unit mehr besetzt und keine Produktionsstätte mehr. Oder man alle Dorfzentren besetzt
oder man, na, immer nach Ablauf halt, Weltwunder gebaut hat. Bei allen Dorfzentren läuft ein Counter ab. Das ist auch ganz witzig. Ja, der lässt hier die Counter-Einheiten zur Unzelle-Bade gegen Pferde. Ist immer gut. Was mit denen jetzt hier los ist, die hängen da einfach fest. Ist ein neuer Weg, müssen die erstmal die Wegpunkte finden. So, okay, hier ist der Marktplatz. Weil, wenn der Dorfbewohner ja stirbt, ist das gut für uns. Ja, Bogenschützen sind nicht so effektiv gegen Gebäude, ich weiß. Das ist aber nicht weiter schlimm. Werden wir die mal ein bisschen einsperren. Damit die halt nicht überall zu uns hinlaufen können. Oder sich hier wild verteilen. Wenn wir das Gold haben, das ist klar. So. Werden halt nur einen, damit der halt nicht rumläuft hier. Wie so ein Leprechaun. Wir den besser kontrollieren können dadurch. So, hat hier wieder was hingebaut. Zerstören. Das kann auch weg. Neu ziehen. Die Mauer, dann können die dann schon langlaufen. Zum Glück wird uns jetzt angezeigt durch die göttlichen Zauber hier. Aber Hammer. Der Allwissenheit. Welches Feld pro gegnerische Einheit? Wie viele Einheiten hat? Das ist sehr teuer.
So, wenn wir das hier haben, wollen wir das hier wegreißen, weil den Platz brauchen wir jetzt. Weil von den Türmen und von den Festungen kannst du auch nur in der Vanilla-Version eine gewisse Anzahl setzen. Die brauchen wir jetzt halt, ne? Er will halt hier die Bäume wegkacken, ne? Deswegen baut er es immer wieder neu ein. Der Computer hat hier Sicht. Auch wenn er sie eigentlich nicht haben dürfte. Hat der da Sicht? Und irgendeine Unit hat jetzt es geschafft, dass wir da nichts bauen dürfen. Komm. Jetzt heißt es eigentlich nur noch Zebby die Zepter, das ist was ich meine. Ich glaube, hier kommt gar kein Gold bei rum. Und hat da oben uns unsere. Ja. Auch so ein geiler Zauber, den haben die Wikinger auch. Nur nicht als Ziege, sondern mit Gold. Je höher man in den Zeitaltern springt, desto mehr kommt bei rum. Bei den Wikinger hast du diese Goldmine, die dann 6000 am Ende ist. Und hier ist halt Ziegen. Ist ganz nice, aber ja, braucht auch keiner, ne? Der Rote hat noch irgendwo Units, wahrscheinlich einen Markt, jo. Und die Karre hier. Ochsenkarre. Untätige Krieger irgendwo, nicht so wirklich, ne? Das Abfackeln hat jetzt auch nicht so viel gebracht, irgendwie, habe ich das Gefühl, naja. Ja, wenn Infanteristen vor Pferde sind, oder generell Fahrzeuge, ist das halt mega langsam, ne? Mega dumm. Ich mag keine Felder. Schau mal so an, wie so eine Sandrasse, dann ist so ein Feld vernichtet worden. Das ist so ein dankbares Geräusch, finde ich. Klar, wir hätten auch jetzt einfach Bauern draufschicken können und entfernen drücken können. Wäre doppelt so schnell gewesen, aber das ist ein Bauern noch erstmal haben. Wir müssen hier im Kampfgeschehen rumhängen und so. Wie ihr seht, Rot ist immer noch da, weil es den Marktplatz hat. Und oder irgendwo stehen noch Einheiten rum, was aber nicht der Fall ist, werden uns sonst per Allwissenheit angezeigt. Gut, das hier ist nervig, das ist der Markt. Also kann ich euch das mal zeigen, wenn man alle Sachen hat von den Dorfzentren.
einfach noch ein paar Dorfbewohner, weil so viele Gegner kriegen wir jetzt eh nicht mehr, von daher. Ganz wichtig, Gegner priorisieren, Welle mit Toren. Das finden die ganz toll und greifen die zuerst an. Und dann auch gleich mal ein Weltwunder hier hinstiefeln. So. Noch zwei Hütten. Und den Markt. Ja genau, der Grüne ist kaputt. Weil er halt keine Gebäude mehr hat, die irgendwas produzieren an Einheiten. Völlig egal welche. Damit ist er raus. Und Hellhund, weil er noch einen Markt hat, wo Einheiten rauskommen können. Völlig egal, ob es Bauern sind oder nicht. Ist er noch im Spiel. Ja, ich weiß, macht nicht so viel Sinn, aber ist halt so, ne? Das könnten wir eigentlich sagen. Wie viel haben wir denn hier? Lass mal drei vernichten. Wäre vielleicht schlauer, erstmal zu gucken, wo noch produziert wird. Wo wir jetzt ewig Einheiten vernichten. Ah, es wird leider im Abkommen nicht angezeigt mit den Dorfzentren. Muss ich mal aber anders zeigen. Sterbeanimation ist auch immer ziemlich witzig. Jetzt versinken die langsam im Boden. Ist super gemacht. Den müssen wir jetzt nicht töten, aber komm. Was von Römerdezimierung, jeder Zehnte oder so. 2, 4, 6, 8, 10. Ja gut, die Ränge sind Silberreihe. Ist halt so, ne? Bisschen Schwund ist immer. So. Chinesen haben den Bonus, dass, also zumindest der hier, Fuxi, besondere Gebäude schneller bauen lassen kann. Dass jetzt wirklich so viel effektiver ist, mag jeder für sich selber bestimmen. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kerle kommt da. 20 Tiere, 8 Schweine, 12 Ziegen, nichts anderes mehr gefunden. Gegner wunderbar eingesperrt. Das ist so eine beliebte Taktik, ne? Gegner einfach einsperren. Das ist voll gut. Ich glaube, maximal kann man 71 Bauern haben. Ja gut, hier, 10 Minuten. In der Zeit muss der Gegner versuchen, dieses Ding kaputt zu machen. Aber wir haben ja keinen Gegner mehr. Wir könnten die alles jetzt stehen lassen, aber wir zerstören halt alles, ne? Das kann ich einfach sagen, hier, abbauen. Alles abbauen. Es gibt dafür keinen Bonus, ne? Also ich baue es nur ab, aus, weil es gerade da ist. Nochmal gucken für die Statistik, dass wir alles geupdatet haben. Ah, sieht ganz schick aus, ne? Doch krass, Damage-Reduzierung gegenüber Pfeile und so. Das war eine Runde. Knapp 50 Minuten. Ja, knapp eine Stunde. Tüdelü.